Wie war das? Im August 1945, kurz nach Kriegsende, wurde im Potsdamer Abkommen beschlossen, Deutschland komplett zu entmilitarisieren. Bis hin zu allen in Umlauf befindlichen Waffen und der dazugehörigen Industrie. Das Ziel, ganz klar, man wollte verhindern, dass Deutschland jemals wieder militärisch aktiv werden konnte. Aber schon 10 Jahre danach wurde in der Bundesrepublik die Bundeswehr aufgebaut und 1958, also 13 Jahre nach Kriegsende, wollte man diese auch mit Atomwaffen ausrüsten. Heute, vor 65 Jahren, am 17. April 1958, kam es deswegen in Hamburg bis zur dahin größten Demonstration gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Hamburg darf kein Hiroshima werden. Wohlstand und Frieden, aber keine Atomwaffen. So steht es auf Bannern, die Demonstrierende an diesem kühlen Frühjahrstag durch die Hansestadt tragen. Kampf dem Atomtod. Unter diesem Motto riefen prominente Politiker, Gewerkschaftler, Gelehrte und Künstler eine Protestaktion gegen den Beschluss des Bundestages ins Leben. Hamburg, Mitte April. Demonstration gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. 100.000 Menschen versammelten sich auf dem Rathausmarkt. Mitte der 1950er hat die Bundesrepublik Deutschland wieder eine Armee, ist Teil der NATO und zwischen Ost und West herrscht Kalter Krieg. Vor diesem Hintergrund will Bundeskanzler Konrad Adenauer die Bundeswehr mit Atomwaffen ausstatten. Auch Verteidigungsminister Franz Josef Strauß ist dafür. Wenn Sie also mit konventionellen Waffen den Angreifer nicht mehr abhalten können und wenn der Angreifer weiß, dass nukleare Waffen auf der anderen Seite jetzt nicht zur Verfügung stehen, dann bleibt doch nichts anderes übrig als bedingungslose Kapitulation. Es hat sich aber längst Widerstand formiert. 1957 geben angesehene Wissenschaftler die Göttinger Erklärung ab. Ein Aufrüsten mit Atomwaffen, davon sind die Forscher um Karl Friedrich von Weizsäcker überzeugt, würde keinen sicheren Schutz bringen. Man kann sie nur abwerfen, wenn man bereit ist, dabei selbst zugrunde zu gehen. Wenn jedermann weiß, dass sie nie fallen werden, so sind sie auch nutzlos. Sie sind also eine Gefährdung, ohne ein wirklicher Schutz zu sein. In einem Film attackiert die SPD die Haltung von Kanzler Adenauer. Er sagt über die furchtbare Mordwaffe von Hiroshima: Die taktischen Atomwaffen sind im Grunde nichts anderes als eine weitere Entwicklung der Artillerie. Das sind besondere normale Waffen in der normalen Bewaffnung. In Wahrheit sind sie der Schlüssel zur Hölle. Trotz aller Widerstände. Der Bundestag beschließt im März 1958 mit den Stimmen der CDU-CSU-Mehrheit, die Bundeswehr mit Nuklearwaffen auszurüsten. Die Tagesschau berichtet. Als die Abgeordneten um Mitternacht das Haus verließen, war eine der schwerwiegendsten Entscheidungen der deutschen Nachkriegsgeschichte gefallen. Laut Meinungsumfragen lehnen damals 83% der Deutschen eine atomare Bewaffnung ab. Es formiert sich eine nie dagewesene Protestbewegung mit ihrem Höhepunkt in Hamburg. Straßenbahn, U-Bahn sowie Busse der Hochbahn stehen an diesem Tag aus Protest 45 Minuten lang still. Während die Demonstrationsteilnehmer in langen Marschsäulen zum Rathausmarkt ziehen, geht in der Innenstadt nichts mehr. Hamburgs Bürgermeister Max Brauer spricht vom Balkon des Rathauses. Ein Zitat aus seiner Rede. Wir sind der Auffassung, dass bei Entscheidungen über Leben oder millionenfachen Massentod auch eine Majorität im Bundestag und eine Bundesregierung nicht allein entscheiden können. Man wirft euch und auch mir vor, dass ihr mit einer Volksbefragung die Demokratie untergrabt. Wir untergraben keine Demokratie. Wir wollen sie retten. Hamburg und auch Bremen versuchen deshalb, Volksbefragungen auf den Weg zu bringen. Aber das Bundesverfassungsgericht stoppt auf Antrag der Bundesregierung den Vorstoß, wie die Tagesschau dokumentiert. Volksbefragungen verfassungswidrig, entschied Karlsruhe. Mit der Kampagne Kampf dem Atomtod ist danach Schluss. Ende 1958 beschließt der NATO-Rat, nur die USA sollen Atomraketen von Westeuropa aus einsetzen dürfen. Die Bundeswehr bekommt also doch keine eigenen Nuklearwaffen, was bis heute gilt. Die Entscheidung fällt wenige Monate nach der Großdemonstration in Hamburg, heute vor 65 Jahren. Jens Otto über genau diese Großdemo gegen Atomwaffen für die Bundeswehr am 17. April 1958.